schmeißen wir die rein? Hier ist es, glaube ich, am besten. So, recht viel mehr kann ich hier mit ihm nicht mehr machen. Ich habe einen Lightning Drive, das ist doch zumindest schon mal etwas. So, das heißt, ich muss jetzt alle Flak-Einheiten irgendwie aus dem Weg räumen. Soweit es irgendwie geht. Dann... alles, was sonst noch gefährlich ist. Wenn die Flak-Einheiten aus dem Weg sind, dann kann er mir nämlich meine Flieger nicht mehr runterschießen. Das ist die einzige Flak-Einheit, die er noch übrig hat. Besser ist schon mal eine... starken Vorteil über die Lufteinheiten. Yep. Diesen Vorteil habe ich jetzt. Der passt schon echt genau auf die Range auf hier. Ist jetzt die Frage, soll ich ihm den Lightning Drive geben oder soll ich darauf spekulieren, dass ich noch einen Lightning Strike krieg? Wenn du mir kurz erläuterst, was diese tun. Ja, ein Lightning Drive gibt mir jetzt für alle meine Einheiten außer Infanterie, wovon ich keine habe, noch einen zweiten Zug, allerdings nur mit halber Stärke. Ein Lightning Strike gibt mir einen zweiten Zug mit voller Stärke. Oder ich probiere es ganz hart und versuche auf eine Tech Power zu sparen. Dann kriege ich insgesamt drei Züge. In dieser Konstellation. Ich spare mal ein bisschen. Ich schau mal, ob ich auf eine Super oder auf eine Tech komme. So. Was machen wir jetzt mit denen? Erstmal mit der einzig gesunden Einheit noch irgendwie versuchen, Schaden zu machen. Das wird auch so noch gut gehen. Du kriegst den hier noch weg. Wenn der schon mit einem HP dasteht, warum nicht? Die Einheiten kann ich jetzt eigentlich total als Schutzschild verwenden. So. Okay, der greift mir nur total unwichtige Einheiten an. Aus irgendeinem Grund. Ach, komm, wenn das mir jetzt schon anbietet. Das ist mal eine Reichweite. Aha. Mehr kann ich jetzt aber trotzdem nicht machen. Das ist bedauerlich. Ja. So. Jetzt
kann ich seine Einheiten sowieso erstmal Stück für Stück auseinandernehmen. Bevor ich noch aufpassen muss, ist das Ding hier. Solange ich aus der Reichweite von dem Ding bleibe, habe ich eigentlich nicht wirklich was zu befürchten. Und die sollte ich mir vielleicht am Leben halten, meine APCs. Damit ich meine Einheiten immer schön mit Benzin und Munition versorgen kann. Igel verbraucht zwar mit seinen Fliegern sowieso ein bisschen weniger Benzin als normal, aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Gerade die Tarnkappenbomber benötigen ein bisschen mehr, gerade wenn sie verstohlen sind. Inwiefern wird Munition verbraucht? Munition wird immer verbraucht, wenn man wenn man schießt. Benzin wird immer verbraucht, wenn man Einheiten bewegt. Also pro Feld ist es immer eine Benzineinheit, da es allerdings gerade schneit, doppelt so viel. Also das ist ein besonderes Wetter hier, weil es gerade schneit. Verbrauchen alle Einheiten doppelt so viel Benzin wie normal. Und alle in der Nähe eines dieser Supportfahrzeuge kriegen automatisch neue Benzin und neue Munition? Genau, also die wird immer komplett aufgefüllt. Wie lange dauert, bis eine Einheit leer gefeuert, beziehungsweise... Es hängt von der Einheit ab, je nachdem. Also es gibt sowieso immer einen Unterschied zwischen primärer und sekundärer Waffe. Also du siehst hier oben... die Primärwaffe ist immer die Munition hat, und die Sekundärwaffe hat immer unendlich Munition. Die Sekundärwaffe ist in diesem Fall hier das Maschinengewehr bei dem Megatank. Und mit dem Maschinengewehr sieht man auch, was er damit alles angreifen kann, nämlich Infanterie, Vehikel und Helikopter. Mit dem Megacannon, das ist seine Primärwaffe, greift er ebenfalls Vehikel, Schiffe und U-Boote an. Und die Sache ist halt, dass er bevorzugt die Megacannon verwendet, wenn er es kann. Wenn er allerdings von der Megacannon keine Munition mehr hat, dann benutzt er halt nur das Maschinengewehr. Es gibt auch Einheiten, die haben keine Sekundärwaffe, die sind, wenn sie out of Munition sind, dann können sie nichts mehr machen. Es gibt auch Einheiten, die haben keine Primärwaffe, wie zum Beispiel mal Infanterieeinheiten. Moment, hier haben wir eine, die hat keine Primärwaffe, sondern nur ihr Maschinengewehr, von denen haben sie unendlich viel Munition. Bei mechanisierten Infanterieeinheiten ist das anders. Die haben hier zumindest noch ihre Bazookas. Mit 3 Schuss. Genau. So. Er hat den Köder geschluckt, die Flak-Einheit ist rausgelockt. So, mit Grid kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Außer vielleicht hier die Comtowers besetzen. So. Das kann ich einfach so machen, weil er nicht zurückschießen kann. Aber das Delf, ne? Mhm. Das ist das Tolle an diesen Stealth-Einheiten. Die können nämlich nur von Jägern und von anderen Stealth-Fightern angegriffen werden. Alles andere hat keine Wirkung. Beziehungsweise kann gar nicht mal auf sie zielen. Ach, deswegen haben die Hubschrauber gerade auch nicht zurückgeschossen. Die Hubschrauber können generell nicht zurückschießen, weil Hubschrauber gegen Flugzeuge sowieso nichts machen können. Ach so, es sind nur reine Luftboden. Nein. Also... Hubschrauber können gegen andere Hubschrauber feuern, aber sie können nicht gegen Flugzeuge. Das hat den Grund, weil? Weil die Flugzeuge zu hoch fliegen. Okay. Oh, ich hätte einen Morale Boost. Ach, das bringt jetzt auch nichts.
Der heilt sich doch sowieso wieder dagegen. Wie weit schießt das Ding? Natürlich genauso weit. Naja. Aber hier kann ich hin, ohne dass Gefahr läuft. Ja, sieht auch gut aus. Jo. Die Mission ist auch nicht sonderlich schwierig. Sie zieht sich nur immer eine halbe Ewigkeit. Ach komm, dann können wir den hier noch fertig besetzen, dann ist der auch zufrieden. So. What to do? Einen Cannon-Schuss kann ich mir leisten. Ich habe ja sowieso den Skill drin, dass die Cannon-Schüsse nur noch einen Schaden machen. Der erwischt mich dann allerdings hier mit dem Rocket Launcher. Auch nicht das Wahre. Ja gut, dann lassen wir es einfach so. So, jetzt ist der Megatank wieder voll geheilt. Aber er zieht sich weiter zurück, weil er Angst hat. Ich glaube, ihm bleibt auch nichts mehr anderes übrig. Ja. Moment, das mal von hier. Ich könnte die jetzt da hinziehen in der Hoffnung, dass er seinen Megatank von der Stadt runter bewegt. Einfach, dass er den Köder schluckt. Oder hierhin wäre mir auch recht. Nur mal so rein aus Interesse aus. In wie vielen Tagen könnte man diese Mission optimal schaffen? Das müsste ich nachschauen. Aber es geht in relativ wenigen. Also man müsste halt nur ein bisschen besser spielen. %, das geht doch. Glück gehabt. So. Jetzt hat er nichts mehr, womit er mehr gefährlich wird. Es sind nur noch Raketenwerfer übrig. Und Raketenwerfer kann man mit sowas, was ich da noch da habe, locker in die Ecke treiben. Und sie stehen kurz vor Attack Power. Das gefällt mir jetzt gar nicht.
Mit dem Raketenwerfer haben wir da auch noch. Immer schön außerhalb ihrer Reichweite bleiben. Ich will nämlich nicht, dass die mir jetzt gleich noch eine Tech Power um die Ohren hauen. Interessant. Ohne Kommentar, einfach nur weitergehen. Ja, machen sie dann schon. Ja, das ist etwas, was ich sehr gerne höre. So, beenden wir es. Wir haben jetzt sogar noch mal genug Gelegenheit, um das Ding hier kaputt zu schießen. Gibt's noch mal mehr Punkte. Haben wir die hier zumindest schon mal geschafft. Und sogar noch einen S-Rang drauf gekriegt. Sehr schön, sehr schön. Ja, warte auch ein bisschen Überzahl, muss man schon sagen. Ja.